warum ihr Kim Kardashian noch heute entfolgen solltet. Das Ding ist, ich folge Kim Kardashian nicht, aber ich habe eine Vorahnung, um was es geht. Schönheitschirurg-Stuff und sowas. Und drittens, ich will wissen, warum ich Shirin David es eigentlich gar nicht erst folgen sollte. Shirin David, Kim Kardashian meine ich. Aber ist Shirin David so ein bisschen die deutsche Kim Kardashian? Frage, Abfahrt, let's go rein in das Video. Wenn jemand die idealen Voraussetzungen hat, um sich den eigenen Körper zum Untertan zu machen, dann sind es Menschen wie Kim Kardashian. Zitat Luisa Ludwig. Okay. Heute sprechen wir über Kim Kardashians ewigen Kampf gegen ihren eigenen Körper und wie sie damit wieder tausende Fans mit in ihr Unglück zieht. Neben den gefährlichen optischen Trends, die sie bereits gesetzt hat und jetzt wieder erneut setzt... Warte mal, was hat sie für Trends gesetzt? Also sie hat halt bestimmt ganz viel am Gesicht machen lassen. Nase, Lippen, Botox, würde ich schätzen. Dann weiß ich, dass sie auf jeden Fall Ass vergrößert hat. Und ich würde sagen Brüste bestimmt. Brüste ist so classic. Sprechen wir auch über fragwürdige Produkte und ihre absoluten Intransparenz. Außerdem gibt es bereits genug Hinweise im Internet, dass ihre Fans bereit sind, die gleichen gefährlichen... The story of Yoseline Kano, the Mexican Kim Kardashian, who died after butt lift surgery. ...Methoden wie sie anzuwenden, um ihren neuen Körper zu bekommen. Für alle, die mich noch nicht kennen, hallo, ich bin Jasmin und ich habe diesen Kanal kreiert, um euch vor... fragwürdigen und vielleicht auch dummen Dingen zu warnen, die ich früher einmal getan habe. Denn auch ich war einmal in den Sumpf der Schönheitsindustrie gefangen und möchte euch einfach vor möglichen Fehlentscheidungen warnen. Und deswegen möchte ich euch heute vor der einflussreichsten und intransparentesten Influencerin überhaupt warnen. Für alle, die sie nicht kennen, wer ist Kim Kardashian überhaupt? Kim Kardashian ist definitiv eine der einflussreichsten Influencerinnen weltweit. Ihr Instagram-Account verzeichnet 334 Millionen Instagram-Follower. Ihre Schwester Kylie hat 373 Millionen. Digga. War nicht eine irgendwie mit Kanye West zusammen? Eine von den beiden? Millionen Follower. Und nur Cristiano Ronaldo verzeichnet mehr Instagram-Follower auf Instagram als die beiden. Cristiano Ronaldo. Hey. Doch wie... Kim? Kim war mit ihm zusammen. Wurde Kim Kardashian eigentlich überhaupt berühmt? Kim kam im Oktober 1980 als zweite Tochter von Robert und Kris Kardashian, heute Kris Jenner, zur Welt. Ihr Vater war ein prominenter Anwalt aus Kalifornien. Durch den Fall von O.J. Simpson 1994, der seine Frau und ihre Affäre ermordet haben sollte, wurde Robert Kardashian noch bekannter und seine Familie rückte noch mehr in den Fokus. Ah, er war der Anwalt von ihm? Denn Paparazzis haben Robert Kardashian, den Vater und Anwalt, und Kim Kardashian zusammen draußen rumspazieren sehen und haben gedacht, sie wären ein Paar. Und so kam Kim Kardashian das erste Mal in die Öffentlichkeit und war so fester Bestandteil der Medien. Okay. WTF. Also, sie wurde bekannt, weil die Leute dachten, dass sie mit ihm zusammen waren. War. Wow. Wow. Hey, und warum bist du bekannt? Ja, Leute dachten, ich fick mit meinem Vater. Wow. Wow. Ende der 90er befreundete sie sich mit Paris Hilton und war als Paris Hilton. Okay, da ist gerade ein Sprung drin. Von in Klatschmedien dachten der Anwalt von O.J. Simpson hat eine ganz junge Frau zu. Sie befreundete sich mit Paris Hilton. Freundin bekannt. Paris Hilton war damals auch durch unzählige Skandale in den Medien und Kim Kardashian ließ nicht lange auf sich warten. Mit 21 Jahren heiratete sie den Footballspieler Damon Thomas. Bruder, ich dachte ganz kurz, das ist Kanye West in jungen Jahren. Von der Gesicht, also von der Kopfstruktur sieht er sehr aus wie Kanye West, nur von den Augen nicht so viel und von der Nase nicht so. Sonst sehr doll. Diese Ehe hielt allerdings nur 4 Jahre und laut ihren Aussagen war sie während dieser Zeit auch viel auf Ecstasy gewesen. Aus diesem Grund entstand auch der damalige Schmuddelfilm, der sie an die Öffentlichkeit brachte. Ah, mit ihm? Das wusste ich, dass sie so ein Sextape gedreht hat und die Mutter das Sextape ins Internet gestellt hat, damit sie famer wird. Dieser Film landete 2007 ganz zufällig in den Medien. Wie sie damals sagte, war das alles keine Absicht. Wie sie später in diesem Interview sagte, war das alles sehr berechnend. Why did you make a Sextape? Because I was horny and I felt like it. Nachdem Kim Kardashian sich also der Welt vorgestellt hat mit ihrem Filmchen, WTF, Alter. WTF. Heiratete sie 2011 erneut. 2012 heiratete sie dann Kanye West. Okay, er sieht aus wie ein richtig kranker Sportler. 2012 heiratete sie dann Kanye West. Sie haben insgesamt 4 Kinder. 2 der Kinder wurden durch eine Leihmutterschaft ausgetragen, da es bei den ersten 2 Schwangerschaften zu Komplikationen kam. Ah, shit. Das wünsche ich aber auch nicht. Das ist auch kacke. Wissen wir also, wie Kim Kardashian berühmt wurde. Kommen wir doch einmal zu ihren natürlichen Markenzeichen.
Kim Kardashians Merkmal waren neben ihrer sanduhrförmigen Figur... Bro, was ist das? Sorry, aber so kann doch niemand aussehen. Es gibt immer die Proportion von dieser Frau. Normal. Und hier, wupp, wupp, Bro. Und natürlich auch ihr üppiger Po. Viele Menschen ärgerten sich, dass sie die Attribute anderer Nationalitäten sich aneignete. Das Ganze nennt man auch Cultural Appropriation. Habt ihr sicherlich schon mal gehört. Was mich aber an ihr am meisten stört, ist ihre Intransparenz. Echt, den Punkt habe ich noch nie gehört als Kritikpunkt gegen sie, dass sie kulturelle Aneignung betreibt mit ihrem Arsch, sondern halt eher einfach nur, dass es halt mies ungesund ist und sie ein super scheiß Vorbild ist. Den folgenden Clip, den ich euch jetzt zeige, hat mich damals bereits schon sehr getriggert, denn ich muss ehrlich sagen, für mich war damals schon klar, dass ihr Hintern höchstwahrscheinlich nicht natürlich ist. Niemals ist er natürlich, hä? Niemand hat so einen Arsch. Ich möchte es aber in diesem Clip... Also du kannst einen... Es klingt so gemein. Aber du kannst einen sehr breiten Arsch haben, aber dann kannst du nicht so eine kleine, super kranke, schmale Taille haben. Also es gibt Leute, die sind genetisch so ausgerüstet, sag ich jetzt mal, dass die auch eine schlanke Taille haben und einen breiteren Arsch. Aber nicht in dieser Proportion. Das ist halt natural nicht möglich. So aussehen lassen, denn sie lässt sich ihren Hintern röntgen. So today I am gonna get a butt x-ray and if this is what it takes to shut up the entire world that my butt is real... Then I will happily do it. Nee, Mann, Alter. Nee, sorry, nee. Damals waren damit einige Leute zu... Also sie sagt gerade, ich werde jetzt meinen Hintern röntgen und beweisen, dass er real ist. Es gibt doch bestimmt auch Fotos vor der OP, oder nicht? Da kann man doch bestimmt sagen, das ist das Ganze nicht real. Warum muss man überhaupt einen Film draus machen? Sag doch aber, ja, ich habe meinen Arsch operiert. Hä, ist doch nichts Schlimmes. Also was heißt jetzt nichts Schlimmes, aber wenn du es nicht bewirbst und andere Leute es auch nachmachen, also... Warte, okay, ich verzwick mich hier gerade. Ich find's beschissener zu sagen, mein Hintern ist real, obwohl er nicht real ist, anstatt zu sagen, mein Hintern ist nicht real, wenn er nicht real ist. Also lüg doch nicht. Das will ich ja damit sagen. So. Ich habe mich ein bisschen versprochen gerade, nehme ich zurück, aber lüg doch aber nicht. Zufriedengestellt und dachten, der Hintern ist natürlich. No implant. This is Shocker. Sie spricht hier auch explizit von Po-Implantaten, denn Po-Implantate sind natürlich nicht drin. Es ist natürlich Eigenfett. Dennoch ein sehr gerissener Clip, denn zur damaligen Zeit waren vielen Menschen ein Brazilian Buttlift noch kein Begriff und daraufhin dachten viele, dann muss er ja echt sein. Und im Prinzip hat sie ja auch nicht wirklich gelogen, denn sie spricht ja von Po-Implantaten. Trotzdem schon wieder sehr undurchsichtig das Ganze und ich muss sagen... Ja, es ist eine Lüge, es ist nicht undurchsichtig, es ist eine Lüge, Punkt, Ende aus. Genau diese Aktion erinnert mich an meine peinliche Aktion damals, als ich mir die Lippen habe aufspritzen lassen, Leute mich ständig darauf angesprochen haben, weil es offensichtlich war und ich es peinlicherweise abgestritten habe. Ich finde, man hätte hier auch besonders mal ihren Kopf röntgen sollen. Entschuldigung, der musste sein. Wenn man sich aber hier einmal die Vorher-Nachher-Bilder von Kim Kardashian anschaut... Denkt ihr, das ist ein Implantat im Arsch? Ich glaube schon. Warte mal, ist das Kim Kardashian? Hä, das ist doch eine andere Hautfarbe. Hä? Die sieht so anders aus einfach. Und es ist doch eine andere Hautfarbe einfach. Bezweifle ich, dass dieser Ja, lol, Hintern durch ein Po... Hä? Diese Frau sieht immer anders aus. Sie ist wie Twenty von Tim. Das ist scheinbar Kim Kardashian. Kim Kardashian anschaut, bezweifle... Und das scheinbar auch. Das sind doch zwei verschiedene Frauen. Digga, das ist wie Twenty von Tim. Die sieht einfach immer anders aus. Dieser Hintern durch ein... Aber Twenty von Tim erkenne ich wenigstens auch, dass Twenty von Tim ist. ...ein Po-Workout entstanden ist. Der Po-Muskel ist somit der größte Muskel und ich weiß selbst, dass man den sehr lang und sehr hart trainieren muss, um einmal eine optische Vergrößerung zu sehen. Ich trainiere selbst jetzt ein Jahr lang hart an meinen Hintern. Ich sehe eine so krasse Verbesserung und Vergrößerung, aber niemals in diesem Ausmaß. Und ich muss sagen, ich finde es immer sehr, sehr shady, wenn Frauen einen Brazilian Buttlift haben machen lassen, über den sie nicht offen sprechen, aber dann nach ein paar Monaten wieder online präsent sind, sich in Workout-Outfits zeigen und natürlich Po-Workouts in diesen Videos machen, um zu zelebrieren, dass der Hintern dadurch groß geworden ist. Das schafft falsche Illusionen. Sie kann ja mal ein bisschen squatten. Vielleicht ist sie einfach Weltrekordhalterin im Squatten. Und ist einfach irreführend. Natürlich werden jetzt auch einige Stimmen sagen, aber Jasmin, das ist doch ihr Körper. Sie kann damit doch tun und machen, was sie will. Sonst macht sie ja nur auf diese Eingriffe aufmerksam. Aber, jetzt komme ich mit einem Aber. Und ich, wie auch viele andere Influencer, wissen, wie gerissen ihr da draußen seid. Ihr werdet herausfinden, was geschehen ist, welcher Eingriff es war. Und deswegen wäre es ja gerade schön, wenn man eben als Creator oder Influencer offen über seine Eingriffe spricht, damit man eben auch die Vor- und Nachteile besprechen kann. Wie teuer das Ganze ist, was für Risiken das mit sich birgt, was für Langzeitfolgen das Ganze haben kann, warum man das Ganze macht. Das Ding ist...
man kann ja Eingriffe machen. Ich bin immer noch der Meinung, wenn man sich ganz doll informiert und so, dann kann man Eingriffe nehmen. Mach klar, es ist gesundheitsschädlich, man muss sich hier riesigen bewusst sein. Aber wenn man es selber möchte, dann darf man es machen, finde ich. Man sollte es auf keinen Fall bewerben. Das ist eine andere Sache. Aber wenn man ganz doll Bock drauf, kann man es machen. Auch andere YouTuber, auch aus Aachen, haben ja auch Dinge an sich machen lassen. Was jetzt alles wie öffentlich ist, weiß ich nicht. Ich habe nichts machen lassen. Ich bin naturell. Aber andere YouTuber haben schon Dinge machen lassen. Und ich meine auch, bestimmte YouTuber reden auch offen. Ich weiß halt nicht, was die alles gesagt haben. Deswegen will ich jetzt hier auch nichts. Kann auch sein, dass sie alles erzählt haben. Ne? Aber wenn man drüber redet und sagt, ey, das sind die Risiken, das habe ich machen lassen, etc. Ist ja fein. Flux. So. Man muss halt nur offen und ehrlich kommunizieren, was alles passieren kann. Man darf halt nur keine Werbung dafür machen. Werbung dafür machen, das ist wack. Deswegen sage ich ja auch immer, wenn man so etwas öffentlich teilt, sollte man es nicht zu extrem verherrlichen. Man sollte sich vor jedem Eingriff auch mit den Langzeit... Wenn man sowas macht, dann sollte man es auch öffentlich kommunizieren. Folgen beschäftigen. Denn diese kommen oft erst nach 5 bis 10 Jahren zum Vorschein. Und versteht mich nicht falsch, ich bin kein Gegner von Schönheits-OPs. Ich finde es nur sehr fraglich, wenn man gerade mit so einer großen Reichweite so gefährliche Operationen durchführt wie den Brazilian Butt Lift. Denn wie viele Menschen daran bereits gestorben sind und wie hoch die Sterberate bei dieser Operation ist, das haben wir schon sehr oft besprochen. Deswegen wäre es in diesem Fall schöner gewesen, mit der Sache offen umzugehen, als so ein peinliches Röntgenvideo zu zeigen. Dass aber gerade eine Liposuktion, also eine Fettabsaugung und Fettinjektion in einen Hintern sehr gefährlich sein kann, für einen beispielsweise Brazilian Butt Lift, darüber spricht Cardi B offen in ihrem Tweet. Bitch, I ain't getting surgery again. Okay. Sie hat jetzt 2 Wochen... Also ich werde mich nicht nochmal operieren lassen. ...hart trainiert, weil sie möchte keine Operation mehr und sie hat seitdem auch keine Kopfschmerzen mehr. Warte mal, was? 2 Wochen hart trainiert, weil sie möchte keine Operation mehr und sie hat seitdem auch keine Kopfschmerzen mehr. Okay. Ich finde den Tweet aber irgendwie weird. Ich möchte mich nicht mehr operieren lassen. Und deswegen habe ich jetzt 2 Wochen hart trainiert. Also ich sag mal so, in 2 Wochen Training baust du nicht so viel Arsch aus wie bei dem Brazilian Buttlift. Also, Außerdem sagt sie auch... Den Tweet checke ich irgendwie nicht. ...wie sehr ihre Bewegung durch den Brazilian Buttlift eingeschränkt ist. Und das kann ich mir vorstellen. Wenn du den Arsch aufspritzen lässt, dass du dich einfach nicht so gut bewegen kannst. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist auch etwas zu den Langzeitfolgen, die ich immer wieder sage. Denn dort, wo ihr euch euer Fett absaugen lasst und neu injizieren lässt, sind neue Fettzellen. Und wenn ihr zunehmt, werdet ihr eben an diesen gegebenen Stellen auch noch mehr zunehmen. Da man im Alter auch meistens etwas mehr Gewicht zulegt, könnt ihr euch also vorstellen, was für eine Einschränkung das später einmal sein kann. Laut Lori Hill, die sehr viele von euch mir empfohlen haben, vielen Dank dafür, hat Kim sich auch 2 Rippen entfernen lassen. Okay, das ist krank. Sie hat sich Rippen entfernen lassen. Okay, das ist einfach krank. Um diese Sanduhrfigur zu bekommen. Wenn das stimmt, hier nochmal, was für ein absolut krasser Eingriff. Das ist da... Sorry, Chat, aber das ist nicht okay. Nee. Nein, an jeden von euch, lasst euch keine Rippen entfernen, damit ihr schön aussieht. Lasst Kleinigkeiten machen, macht doch eine Brust-OP, wenn ihr euch ganz, ganz doll informiert und nicht einfach nur irgendeinem YouTuber hinterherlauft oder irgendeinem Schönheitsideal, sondern es ganz, ganz, ganz doll ehrlich wollt. Aber lasst euch keine Rippen entfernen, WTF. Nee. Definitiv nicht nacheifern sollte. Da wir jetzt über Kims Merkmale und Markenzeichen gesprochen haben, sprechen wir doch jetzt einmal über Produkte, die ihr Aussehen endlich den Fans ermöglichen werden. Ach Kim, du bist so ein guter Mensch. Ihre Produkte versprachen den Kunden immer das Gleiche. So wirst du aussehen wie ich und meinen natürlichen Körper immer näher kommen. Ja, lol. Kommen wir doch einmal zu Skims Waist Trainer. Diese Corsage versprach die Taille so sehr zu verschmälern, wenn man sie trägt, wie von Kim. Glaubt man den Worten von Lori... Bruder, solche Produkte hat sie rausgebracht? Solche, also so richtige Scam-Produkte? Lori Hill, wäre das sowieso schon mal absolut shady, denn dann hätte sie sich 2 Rippen entfernen lassen. Also hä? Du kannst doch nicht den drittgrößten Instagram-Kanal haben und dann solche Produkte rausbringen. WTF. Und man könnte dieses Ergebnis sowieso nie erreichen. Aber hier sehen wir das, was ich vorhin angesprochen habe. Sie möchte den Wunsch in ihren Zuschauern und Fans triggern, so auszusehen wie sie. Und diese Corsage ist der Anfang allen Übel. Es sieht auch aus wie ein Alibaba-Produkt. Einfach so ein Dropshipping-Produkt. Auf Twitter gab es Kommentare gegen diese Produkte und diesen hier fand ich besonders schön. Wo ist denn der Kommentar? Du förderst ein sehr unrealistisches Körperbild, besonders bei jungen Menschen, die zu dir aufschauen. Ich frage mich, ob du realisierst, wie viele Menschen eine Essstörung oder eine Körperdysmorphie-Störung bekommen werden.
Das war aber längst nicht alles. Jetzt haben wir also die Möglichkeit, so eine schlanke, schöne Taille wie Kim Kardashian zu bekommen. Fehlt doch nur noch der schlanke Bauch. Aber dafür gibt es natürlich auch ein Produkt. Und zwar mit Flat Stomach Tees und Lollipops. Diese Tees und Lollipops versprechen also, wenn man sie konsumiert, dass man einen flachen Bauch bekommt. Was? Wenn man ein Lollipop isst, dann bekommt man einen flachen Bauch. Hä? Wie soll das funktionieren? Kriege ich davon Durchfall und muss die ganze Zeit nur scheiße oder was? Oder hä? Wie soll das funktionieren? Auch hier haben sich zu Recht die Fans aufgeregt. Hä? Was für eine schöne Message, die du da deinen jungen weiblichen Followern zusendest. Wie soll das den Mut erwecken, sich gesund zu ernähren und ein positives Selbstbild von sich zu haben? Bist du wirklich so geldgierig? Es geht hier um Gesundheit und Essen zu essen ist ja eigentlich auch etwas Gesundes und man soll ja nicht den ganzen Tag nur an Lollipops rumlutschen. Neben einer schmalen Taille, einem flachen Bauch, einen gepuschten Hintern darf natürlich auch der richtige Hautton nicht fehlen. Das versprach... Übrigens, Chat. Oh, das ist doch nicht dieselbe Frau wieder. Das ist doch wieder eine andere Frau. Das ist doch eine andere Hautfarbe einfach wieder. Hä? Übrigens, esst einfach mehr Gemüse und ihr kriegt auch einen flacheren Bauch. Und das, den Tipp gebe ich euch kostenlos, Freunde. Esst mehr Gemüse, ein bisschen mehr Protein auch dazu und ihr kriegt auch einen flacheren Bauch. Weil ihr einfach dann weniger Hunger habt und dann einfach weniger anderen Scheiß esst. Ich gebe euch sogar noch einen weiteren Tipp dazu, Chat. Noch einen weiteren Tipp. Obst halt auch, ja. Ich gebe euch so noch einen weiteren Tipp. Das Erste, was ihr jeden Tag esst, muss was Gesundes sein. Das ist Real Talk, weil manchmal ist so, okay, mehr Gemüse essen, etc., bababa, pipapo, ist manchmal ein bisschen schwer, ne? Aber wenn man sich sagt, das Erste, was ich am Tag esse, muss was Gesundes sein. Das ist einfach eine Regel. Selbst wenn es nur ein Apfelstück ist. Ihr werdet abnehmen. Es kommt darauf an, was ihr gerade für eine Körperfigur habt, etc. Aber wenn einfach das Erste ist, was ihr am Tag esst, was Gesundes ist, dann manchmal hat man halt irgendwie so ein Nutella-Brot oder könnte man sich ein Nutella-Brot reinknallen und so, nee, ich muss jetzt halt einen Apfel essen. Und wenn man sich einen kompletten Apfelmorgen reinknallt, for real, dann danach hast du keinen Hunger mehr. Du bist nach dem Apfelmorgen satt einfach. Ein Apfel ist gut sättigend. Und selbst wenn ihr danach noch Hunger habt, dann esst ihr halt nur ein halbes Nutella-Brot. Klos machst du jetzt halt nicht, oder? Nee, ganz for real, wenn man sagt, das Erste, was man jeden Tag isst, muss was Gesundes sein, ist ein Tipp, bei dem 95% von euch einfach abnehmen werden, wenn man dazu noch sagt, ey, esst jeden Tag eine gute Portion Gemüse. Das ist halt viel vorprogrammiert, dass man dann einfach so abnimmt, wenn man etwas übergewichtig ist, Chat. Wenn jemand eh schon skinny ist, dann, ne, wirst du davon nicht abnehmen. Aber wenn man übergewichtig ist und einfach sagt, ey, ich möchte ein bisschen Kilos runterhaben, kann ich nur empfehlen. Das ist so ein Hausmannstipp. Der Kim Kardashian West's Contouring Stift. Die Liste der weiteren Produkte, die uns mehr zu einem Kim Kardashian-Klon machen, ist lang, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Kim hat es also geschafft, viele Frauen dazu zu bringen, dass sie genauso aussehen wollen wie sie, um diese unnatürliche Figur zu erlangen. Doch was machen diese Frauen eigentlich? Ich weiß auch nicht. Diese Art von Frauen, klar, ist nur mein eigenes subjektives Empfinden, aber das ist so, das könnten vier verschiedene Frauen sein, könnte auch dieselbe Frau sein. Ich check das nicht. Wie schön gesagt, es könnten vier verschiedene Frauen sein, es kann aber auch dieselbe Frau sein einfach. Die sich einfach nur anders irgendwie so gibt gerade. Das ist dieselbe? Ist es jetzt dieselbe oder nicht? Ich check's nicht, das ist so. Und das macht so eine, ich finde, das macht die einfach so, ich mach, keine Ahnung, wenn man jemanden so daten würde, also wenn man so, ich finde, das macht einfach jemanden so uninteressant, wenn das irgendwie so dieselbe sein könnte. So, habt doch eigene Merkmale, das ist doch viel spannender, als da aussehen wie alle anderen. Sehen wollen wie sie, um diese unnatürliche Figur zu erlangen. Doch was machen diese Frauen eigentlich, wenn ihr Vorbild sich auf einmal umtransferieren muss? Da gibt es ja dieses Marilyn Monroe-Kleid, in das man auf einmal passen muss, für das man fast 10 Kilo abnehmen muss. Und das extrem schnell. Ich glaube, einige von euch haben es mitbekommen, dass Kim Kardashian die Ehre hatte, in das Kleid von Marilyn Monroe hineinzupassen. Dieses wurde leider beim Anziehen und später Ausziehen beschädigt, wie wir hier sehen. Die Kristalle sind abgefallen und die Naht ist geplatzt. Uff. Um in dieses Kleid hineinzupassen, musste sie ganze 8 Kilogramm abnehmen. Das erzählte sie mit voller Stolz. Und hier muss ich einmal einen wunderbaren Artikel von Lisa Ludwig zu diesem Beitrag einblenden, denn sie hat vollkommen recht mit dem, was sie sagt. Lisa Ludwig ist übrigens auch die Autorin meines Buches. Wir haben ja den Spiegel-Bestseller Platz 1 erhalten mit diesem Buch. Vielen Dank dafür. Und diesen Beitrag habe ich damals bereits schon gehighlightet. Ich fand den Satz gerade geil. Lisa ist auch die Autorin meines Buches. Also klar, ich weiß, ja, Leute schreiben ihre Bücher nicht mehr selber. Das ist mir bewusst, das ist ja auch vollkommen okay, wenn man es offen kommuniziert. Aber ich fand den Satz einfach lustig. Weil er einfach on point ist. Denn für Lisa Ludwig war Kim Kardashians Auftritt im Marilyn Monroe-Kleid... Warte mal, das ist auch Kim Kardashian? Bruder, das ist wieder eine andere Frau! Das ist einfach wieder eine andere... Wie kann das denn... Wie kann die denn immer anders aussehen? Das ist doch nicht dieselbe Kim Kardashian wie von vorhin. Hä? ...kein Triumph, sondern eine
Kapitulation. Denn statt ein wichtiges Statement zu setzen, verkündigte Kim Kardashian stolz, dass sie 8 Kilogramm abgenommen hat, um in dieses Kleid zu passen. Lily Reinhardt, die man auch von Riverdale kennt, hat auch hier Folgendes dazu gesagt. Durch über den roten Teppich zu stolzieren, um ein Interview zu geben, um zu sagen, wie sehr man gehungert hat, weil du nicht einmal Kohlenhydrate gegessen hast, nur um in dieses verdammte Kleid zu passen, das ist so falsch und so auf hunderten von Leveln. Du hast offen zugegeben, dass du nur gehungert hast, um auf dieser Gala zu sein. Obwohl du weißt, dass Millionen von jungen Männern und Frauen zu dir aufschauen und jedes Wort von dir genau anhören. Diese Ignoranz ist in anderen Worten einfach nur widerlich. Bitte hört auf, diese Es ist halt auch mies ungesund. Die macht doch ihren Körper einfach nur ganz krank kaputt. Das ist auch so eine Kandidatin für irgendwann so, ja, frühzeitiger Krankheitstod. Weil sie einfach, also der Körper ist halt, also das ist halt einfach nicht gesund, Chat. Wo die ganze Zeit im Gewicht so mies hoch und runter zu gehen. Dummen Celebrities zu unterstützen, der ihr ganzes Image sich nur auf ihren dummen Körper aufbaut. Laut Lisa Ludwig hätte Kim Kardashian die Möglichkeit gehabt, hier ein richtig tolles Statement zu setzen. Denn auch sie ist wie Marilyn Monroe ein Symbol, die dadurch enormen Druck ausgesetzt war. Und diesen Absatz von Lisa Ludwig finde ich besonders schön, denn das hätte sie sich von einer Kim Kardashian in diesem Fall gewünscht. Wäre es nicht schön gewesen, von einer der meistfotografiertsten Frauen der Welt auf dem roten Teppich zu hören, Leute, ich wollte unbedingt dieses besondere Kleid tragen und dachte, wenn ich meine Ernährung extrem umstelle und noch mehr trainiere als sowieso schon, bekomme ich einen kompletten anderen Körper. Aber es hat nicht geklappt. Mein Hintern hängt raus, wir mussten improvisieren und nachdem ich ein paar Schritte über den roten Teppich gegangen bin, habe ich eine Kopie des Kleides angezogen, die mir wirklich passt. Auch um das Archivstück konservatorisch zu schützen. Und wisst ihr was? Das ist total okay, weil jeder Körper anders ist und es eigentlich total bescheuert ist, sich für ein Kleidungsstück so kaputt zu machen. Das ist wirklich dumm. Sich für ein fucking Kleidungsstück. Also, guck mal, ich verstehe, wenn Leute ihren Körper krass transferieren für irgendwelche sportliche Ziele oder sowas. Für so Olympia, für so was auch immer, wo sie einfach ganz krass ihren Körper drauf trainieren, so. Aber für ein Kleidungsstück? Hä? Ja, wunderschöne Worte von Lisa Ludwig. Auch nochmal Props dafür. Habe ich total gefühlt. Und ich finde, das wäre ein Statement gewesen, das so positiv gewesen wäre. Ninja Warrior. True, ja, für Ninja Warrior zum Beispiel. Dafür kann man mal eine Transformation machen. Aber eine gesunde und nicht so eine, yo, ich hungere jetzt einfach jeden Tag Transformation. Kim Kardashian, als sich jetzt notgedrungen herunterzuhungern. Am Ende ist es also kein Triumph, den eigenen Körper in kürzester Zeit runterzuhungern und dann eben stolz über den roten Teppich zu stolzieren und zu sagen, man habe nur gehungert, um in dieses Kleid zu passen, in das Kleid von einer Frau, die einen komplett anderen Körperbau als man selbst hat. Aber leider schauen auch hier wieder Millionen von Fans zu, die genau hinhören und die genau das zum Vorbild nehmen. Aber apropos schnell und viel abnehmen, kommen wir zum nächsten gefährlichen Trend von Kim Kardashian, den wieder Millionen von Fans folgen werden. Denn diese 8 Kilogramm sollten natürlich nicht genug sein. Sie nahm weiter ab, stetig und stetig immer mehr. Aber wie auch bei dem Thema, wie mache ich meinen Brazilian Buttlift jetzt rückgängig, da Kim Kardashian es auch getan hat, suchen auch hier die Leute nach der Antwort und sie werden fündig. Kim Kardashian Abnehmdroge, ach du Scheiße. Das perfekte Beispiel, um das hier zu zeigen, ist natürlich TikTok. Gibt man hier ein Kim Kardashian abgenommen, Kim Kardashian Weight Loss, findet man die Antwort relativ schnell. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, auch hier wird es Menschen geben, die es nachmachen werden. Leider kommen wir wieder zu einem Trend, den ich in den 90ern erleben musste, zurück, und zwar den Skinny Look. Und zwar den extrem Skinny Look. Leute schauen auf TikTok schon, wie sie diesen Heroin-Style bekommen, dass man aussieht, als würde man Heroin nehmen, dass man dünn ist, eingefallene Wangenknochen, dunkle Augenschatten. So weit sind wir also wieder gekommen. Aber keine Sorge, auch hier wird Kim Kardashian. Das Ding ist, dünn zu sein ist ja an sich nicht schlimm, aber man darf halt nicht rübergehen zur Magersucht. Und also es muss halt immer noch gesund sein. Manche Leute sind einfach dünn, so. Das ist ja auch vollkommen okay oder wiegen einfach nicht viel. Auch meine beste Freundin ist sehr, sehr dünn, zum Beispiel. Aber es ist halt vollkommen okay, weil sie halt immer noch super gesund ist. Wieder einige Produkte auf. Man sollte halt nur nicht so diesem Schönheitsideal so krass hinterherrennen jetzt gerade. Und das nur machen, weil es gerade Trend ist. Das ist natürlich auch dumm. Den Markt bringen, die euch auch schnell und ungesund dünn werden lassen. Oder wie Kim Kardashian es auch zu sagen pflegt.
get your f***ing ass up and work. Diese Aussage hat natürlich auch einige Menschen getriggert, denn im Gegensatz zu ihr gibt es auch sehr viele Menschen, die nicht im absoluten Reichtum aufgewachsen sind, die keine 10 Nannies haben, die sich um ihre Kinder kümmern, die ihre Kinder für sie nicht austragen und die sich durch solche Aussagen extrem schlecht fühlen. Versteht mich nicht falsch, ich streite nicht ab, dass eine Kim Kardashian sehr viel arbeitet. Aber gerade solche Aussagen sorgen dafür, dass andere Menschen sich schlecht fühlen, faul und minderwertig. Wobei ich diese Aussage einfach nur widerwärtig finde. Doch wie hat Kim Kardashian es eigentlich geschafft, so schnell abzunehmen? Denn laut ihren Aussagen ist sie gerade sehr fleißig und viel am Trainieren. Aber ist das wirklich alles? Man spricht darüber, dass sie eventuell ihre Brustimplantate hat entfernen lassen und ihren Brazilian Buttlift hat verkleinern lassen. Ja, so viel unter dem Messer liegen. Hätte ich auch gar keinen Bock drauf, Alter. Die Google-Suchergebnisse sprechen auf jeden Fall dafür, dass danach ordentlich gesucht wird in letzter Zeit. Doch nicht nur danach suchen Leute. Leute versuchen auch herauszufinden, wie sie es geschafft hat, so schnell abzunehmen. Und hier haben wir wieder das Problem. Naja, wenn du die Brüste verkleinern lässt und den Brazilian Buttlift entfernst, hast du ja bestimmt schon ein paar Kilo runter. Der Intransparenz. Viele Artikel berichten gerade darüber, wie es Kim Kardashian wohl geschafft hat, so viel abzunehmen und einige... Nee, ihr könnt mir nicht sagen, dass das wieder Kim Kardashian ist. Sorry, aber es ist wieder eine andere Frau. Mann, Alter, ich check das nicht. Wie kann die denn immer anders aussehen? Man kann über Elon Musk halten, was man will. Aber der sieht wenigstens immer gleich aus. Werden sich schnell einig. Auch auf TikTok ist es schon längst kein Geheimnis mehr, dass Kim Kardashian, wie auch Elon Musk, der das allerdings offen kommuniziert hat, mit einer Diabetes-Spritze abgenommen hat. Was? Das Mittel, über das wir sprechen, heißt Ozempic, ist seit 2018 auf dem Markt erhältlich. Wegovy, was Kim Kardashian Elon Musk, wie er schon bestätigt hat, verwendet, ist im Prinzip das gleiche Mittel. Die Nachfrage nach dieser Spritze ist mittlerweile so groß, dass sogar die Leute, die diese Diabetes-Spritze brauchen, diese nicht mehr erhalten können, da so viele verkauft worden sind. Eine dieser Spritzen kostet übrigens bis zu 1.300 Euro in der Woche. Was? Was ist denn das jetzt? Eine Diabetes-Spritze? Aber... Davon nimmt man doch nicht ab, oder? Also von, hä? Ich check's nicht. Diese Diabetes-Spritze ist übrigens rezeptpflichtig. Auch wenn man hier auf Google das Medikament eingibt, kann man wieder sehen, dass Leute wirklich schauen, wie kann ich das ohne Rezept bekommen, wo bekomme ich die Spritze her. Das heißt, die Leute suchen bereits auch danach. Stimmt es, dass man mit dieser Spritze wirklich abnehmen kann? Das erklärt euch Doc Felix auf seiner Instagram-Seite. Oh, ich bin gespannt. Ich mag Doc Felix. Genau. Also es gibt unterschiedlichste Studien und die zeigen teilweise Gewichtsreduktionen bis zu 15% und so weiter. Man muss der Fairness halber sagen, die Leute haben halt auch gleichzeitig Sport gemacht und sich gut ernährt. Und das ist natürlich immer noch das Wichtigste. Oder wie auch Kim Kardashian zu uns faulen Schweinen sagen würde, get your f***ing ass up and work. Ja, Kim, du hast ja so recht. Ich bin ja so faul. Diese Diabetes-Spritze hilft also, um schnell abzunehmen. Diese Diabetes-Spritze hilft also, schnell abzunehmen, ohne dass man wirklich Disziplin haben möchte. Aber ich glaube, da muss ich Kim Kardashian einfach mal kurz im Spiegel vorhalten. Get your f***ing ass up. Aber ja, du hast recht, Kim Kardashian, wir normalen Schweine. Und wie ich auch gesagt habe... 1,3 die Woche ist auch krank einfach. Suchen jetzt mittlerweile sehr viele Leute nach dem Produkt, nach dieser Diabetes-Spritze. Und wie wir auf dieser Seite hier sehen, wird dieses Medikament hier sogar verkauft, ohne dass man ein Rezept braucht. Ja, chillig. Um Himmels Willen, bitte kauft keine Medikamente aus dem Internet, die eigentlich rezeptpflichtig sind und die auf dieser Seite kein Rezept mehr benötigen, um Gottes Willen. Es gibt genug Gründe, warum ihr diese Spritze nicht nehmen solltet. Die nenne ich euch jetzt einmal. Ärzte sagen, diese Spritze macht unter anderem abhängig. Es sollte zudem nur von Diabetikern eingesetzt werden und häufige Nebenwirkungen sind auf jeden Fall Magen-Darm-Beschwerden, Durchfälle, Verstopfung und Bauchkrämpfe. Auch Übelkeit oder Kopfschmerzen können Nebenwirkungen von dieser Spritze sein. Außerdem ist es laut diesem Artikel sehr fraglich, ob man nach dem Absetzen dieser Spritze nicht wieder in den Jojo-Effekt hineinfällt. Und ich glaube, keiner von uns möchte jede Woche 1.300 Euro für eine Spritze ausgeben. Digga, 1,3 die Woche. 80.000 Euro im Jahr, nur damit man dünner ist. Wild, Alter. Wild, wild, wild. Nee, 80.000? 60, 70, irgendwas zwischen 60 und 80, keine Ahnung. Dank diesem Medikament verlernt man während der Einnahme also das Hungergefühl und die Gelüste. Diese werden aber beim Absetzen der Spritze definitiv wieder zurückkommen. Außerdem sollte es keine Lösung sein, diese Spritze zu nehmen. Man sollte ein gesundes Essverhalten erlernen. Das Ganze natürlich mit Sport gepaart und Bewegung und nicht nur sich eine Spritze reinjagen, um am Ende angeekelt von Essen zu sein und dumme Nebenwirkungen zu haben. Außerdem darf man nicht vergessen, dass Stars wie Elon Musk und Kim Kardashian wahrscheinlich 1000 Ärzte um sich herum haben, sehr viele Leute, die sie dabei unterstützen und helfen.
helfen, was nicht bedeutet, dass man das Ganze dadurch legitimieren sollte. Aber wie wir schon vorhin besprochen haben, leiden die Stars unter einem enormen Druck und werden gefühlt 24/7 von Paparazzis verfolgt, wie bei Elon Musk dann zur Schau gestellt, wenn man mal zugenommen hat, oder eben bei einer Kim Kardashian, wo man ganz genau hinschaut. Wir sehen also, dass Kim Kardashian erneut den Kampf gegen ihren Körper aufgenommen hat. Dieser Kampf... Da kann man auch einfach Heroin nehmen, nimmt man auch ab. True. Smarter Tipp, Bruder. Smarter Tipp. Wird höchstwahrscheinlich niemals enden. Und ich finde, ihr solltet diesen Kampf definitiv nicht mitkämpfen. Denn wie wir schon mit Marilyn Monroes Kleid gesehen haben, hat jeder Mensch einen eigenen Körper und man sollte diesen auch einfach mal akzeptieren. Sogar günstiger, true. Auch lang, auf lange Sicht günstiger, weil irgendwann bist du einfach tot. Tieren. Ich finde, man sollte solchen Accounts auch einfach entfolgen, weil sie einem nicht gut tun. Mal davon abgesehen, dass die Bilder sowieso alle wahrscheinlich höchst bearbeitet und retuschiert sind. Schaut euch einfach immer eure Stars mal in Paparazzi-Shots an, dann seht ihr, dass diese auch komplett menschlich sind. Bedenkt bitte, dass euer Körper kein Kleidungsstück ist, das man einfach wechseln kann. Euer Körper ist ein fucking Tempel. For real. Alter, dass wir so leben können, ist so krass. Also, wir essen was und wir atmen. Und der Körper automatisiert so, das, also gibt so jedem Organ einfach so das, was er braucht. Und in dem Körper passiert so viel Stuff, ab dem wir gar nicht checken. Und das muss man würdigen. Das muss man so sagen, Alter, geil, dass du es machst, Körper, voll nett von dir. Dass du so ein kranker G bist. Dass du einfach so, dass du so sagst, yo, danke, dass du mich von A nach B bringst. Dass danke, dass es laufen kann. Danke, dass du, keine Ahnung, dass man einfach seinen Körper benutzen kann. Das ist echt heftig. Euer Körper wird Narben davon tragen, eure Psyche wird darunter leiden. Ich finde auch gerade den Trend, dass jetzt in den 90er Jahren dieser Heroin-Look, dieser Heroin-Look wieder zurückkommt, sehr, sehr fraglich und ich hoffe, dass ihr euch davon nicht zu sehr beeinflussen lasst. Achtet auf eine gesunde Ernährung, auf eine... Boah, Maschallah, sieht das lecker aus. Boah, sieht geil aus. Eine ausgewogene Ernährung. Bewegt euch, treibt Sport, so wie es euch Spaß macht und versucht nicht... krankhafte Kämpfe von Influencern mit leider enormer Reichweite mitzukämpfen. Denn sieht aus wie Burgergemüse. Ja, ich sah aus wie Burgergemüse, deswegen. Aber trotzdem, so einen geilen Salat. Boah, so ein Salat so ein bisschen Salat nur. Dann so echt viele Gurken reinschneiden. Dann so Zwiebeln, aber sehr fein gehackt. Dann so ein bisschen Schafskäse rein, aber den sehr fein machen auch wieder. Sehr feinen Schafskäse. Auf jeden Fall Salz, Pfeffer rein in den Salat. Dann auch so richtig schön Tomaten klein hackeln, aber sehr klein hackeln. Und ich bin auch Fan von Cherry-Tomaten. Cherry-Tomaten ist das Beste. Dann vielleicht für Special, wenn man ganz specialig sein möchte, so Kartoffelscheiben anbraten. So leichte Kartoffelscheiben anbraten. So Kartoffeln kochen, dann die so in so Scheiben machen halt so, dann anbraten, dann in den Salat reinmachen. For real? Das kommt gefährlich. Ich kann nicht, das ist echt sehr geil, kann ich nicht raten. Und dann noch so, einfach Essigölsoße, das reicht. Einfach Essigölsoße, gut würzen und Abfahrt. Einfach geiler Salat. Einfach guter Salat, muss man sagen. Am Ende werden diese früher oder später verlieren. Kartoffelscheiben übrigens, Geheimtipp. Beschäftigt euch mit anderen Dingen, die euch... Ich glaube, das mache ich heute Abend. Ich glaube, das werde ich mir heute Abend kochen. Ja, Mann. Als Menschen weiterbringen. Stärkt eure Persönlichkeit. Stärkt euch von innen. Lernt Sprachen. Lernt... Der Typ hat gerade funny geguckt. Stärkt... Gebt euch mal wieder das Buch in die Kamera, wie lustig er dabei grinst. Eure Persönlichkeit. Stärkt euch von innen. Lernt Sprachen. Er ist wie so Harold. Lernt ein Instrument, geht tanzen. Es gibt so viele Dinge, mit denen wir unseren Charakter schön machen können und voll formen können, als voll anstatt immer nur an unser Aussehen zu denken. Ist so. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bin sehr gespannt über eure Meinung. Generell Charakter eh so viel schöner als so die körperlich schönst aussehendste Person der Welt. Wenn ihr einfach so charismatisch ausseht oder einfach gutes Charisma habt, wenn ihr einfach einen nice Charakter habt, seid ihr einfach hübscher als die körperlich hübscheste Person der Welt. Ist einfach so. Und dazu nochmal als Zitat: It's nice to be important, but it's more important to be nice. Meinungen, eure Kommentare, über einen Daumen nach oben würde ich mich wie immer sehr freuen. Und über ein Abo natürlich auch. Und folgt mir gern auf Jasmin Gnu. Ey, war ein sehr, 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 sehr schönes Video. Das hat mich gefreut. Freunde, für mehr Reactions, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne diesen Kanal hier, haut rein und wir sehen uns morgen bei der neuesten Reaction wieder. Haut rein, tschüssli, müsli.